Dennis und Papa. Willkommen, Papa und Dennis. Ja, willkommen hier zu unserem neuesten Abenteuer und zwar einen Piratenabenteuer, was wir jetzt für euch spielen werden. Also eigentlich spielen wir es für uns, aber wir lassen euch dran teilhaben. Genau, und wir lassen euch. Wir sind halt Piraten in der Karibik und ja, das Spiel ist im Überleben. Oh mein Gott, diese Waffe ist übelst krass. 20 Angriffsschaden. Oh, und da werden wir schon angegriffen, deshalb starten wir gleich schon mal direkt, bevor wir hier groß erklären. Ihr seht den Rest eigentlich jetzt dann direkt in-game. Es wird auch mehrere Teile davon geben. Genau. Die Waffe schießt mal auf den Creeper oder das was. Das Ziel ist es nämlich, wir wollen unendlich reich werden. Du siehst ja, wie viel Schaden. 19. Boah, das ist 18 hier bei mir. Zack, oh, mit der armen Brust. Ich bin schon direkt runtergefallen. Zack, und da habe ich den Creeper abgeschossen. Sehr schön. Also, wie gesagt. Und als Starter-Equip haben wir halt diesen Crossbow und einen Shadow-Stil. Genau, und den Rest müssen wir uns alles selbst erarbeiten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal da am Land schwimmen, weil wir brauchen wenn auch. Wenn wir hochkommen? Wir brauchen auch Essen. Kommen wir bestimmt hoch. Ah. Na, da bist du ja. Los, komm, dann lass uns ins Wasser springen. Ach, hier ist Strand. Vielleicht finden wir hier am Land auch was. Nein. Nein, ne? Wir schwimmen rüber und kapern das Piratenschiff. Nein, wir gucken jetzt erstmal kurz in die Kanalisation dahin. Ja, von da können wir bestimmt ins Innere gelangen, dieser kleinen Piratenstadt. Mal sehen, wie viel Schaden ich dir mache. Nein, lass das. Aber du siehst ja auch, wenn du, guck mal, zeig mal auf mich mit deinem Fadenkreuz. Na, kann ich jetzt gerade nicht, weil ich gerade im Wasser bin. Du kannst doch auch dich einmal umdrehen. Und dann siehst du, ich habe noch 7 Leben, das entspricht 3,5 Herzen. Also immer die Hälfte von dem, was da steht, habe ich. Ich habe 3,5 Herzen. Junge, warum hast du denn schon so viel verloren? Ach, wegen dem Creeper-Angriff gerade. Nein, wegen einem Skelett und weil ich da runtergefahren bin. Ich werde dir mal was zu essen besorgen, ne? Damit du jetzt vielleicht auch nicht direkt schon stirbst. Schwimmen. Wir werden uns jetzt mal in die Kanalisation hier begeben und hoffen, dass wir so ins Innere der Insel kommen. Bonn, kann man nicht lesen. Oh, Achtung! Wenigstens essen! Das Schwert gibt den Vieh. Hier ist ein Zombie-Spawner. Hey. Das ist so eine Art Dungeon hier. Hier gibt es vielleicht auch Kisten. Dann müssen wir mal gucken. Aber nee, wir sind noch nicht genug ausgerüstet. Wir hauen hier lieber. Ja, das ist noch nicht. Einmal meine Gun geladen. Nicht, dass da ein Zombie um die Ecke kommt. Hier, raus. Wieso raus? Wir müssen doch versuchen, dass wir nach oben vielleicht kommen. Ja, können wir ja. Wir können ja hier jetzt auf die Insel schwimmen. So, jetzt müssen wir uns mal was Essen organisieren und ein bisschen Holz auffarben am besten, ne? Ja, wichtig ist halt auch, ja, wichtig ist halt auch. Also wichtig ist halt auch, hier gibt es nicht nur fremde Piraten, hier gibt es auch jede Menge Monster, gegen die wir kämpfen müssen. Wichtig auch, wir wollen hier so 1-2 Dungeons gibt es hier bestimmt, in Schiffen vielleicht oder da unten die Kanalisation halt. Die wollen wir halt erkunden, aber dafür brauchen wir erstmal Zeug und wir wollen uns auch ein Haus bauen, schickes. Aber ja, dazu später. Und wir wollen natürlich die fremden Piratenschiffe hier kapern. Das sieht toll aus. Los, folgt mir! Ich kann dir nicht folgen. Wieso? Weil es leckt. Ah, da bist du da unten. Was geht eigentlich? 12 FPS? Ja, da arbeitet er durch das Gras durch. Sehr schön. Nicht so schnell laufen, du hast ja kaum was zu essen. Bruna. Und eine Kiste. Ich spring mal runter. Wie viele sind denn da? Können wir die erstmal schön umbringen? Also da ist auch eine Kuh. Oh, da ist nicht in der Kiste. Lecker essen. Und die Kiste? Oh, Beef! Hey, ist Glistering-Melon. Den kann ich mir jetzt mit anfangen zu brauen. Bam! Erstmal Villager umbringen. So eine
Weißt du, was das Gute ist? Das Schwert ist richtig stark, was wir haben, ne? Oh, da ist eine Sau, die schlacht dich, ne? Das gibt den Gegnern Schwäche 2. Zack, erste Schwein ist tot. Auch in die Kisten. Ja, das mache ich ja. Gibt es da was? Ja, ich habe jetzt nur diese Glüsterring-Melonen. Aber das ist ein schönes, altes Piratendorf hier. Vielleicht sollten wir gleich mal an Deck gehen und das plündern. Kapern. Ich möchte erstmal eine Rüstung. Wer weiß, ob da Skelette drin lauern. Ja, das ist ja direkt tot, ne? Das weiß man nicht, das stimmt. Also bis jetzt sind die ganzen Chests hier leer. Ja, dann lass uns erstmal auch bauen. Buddeln. Oh, Holz. Hier habe ich auf jeden Fall Holz. Dann brauche ich mir das nicht haben. Das nehme ich schon mal mit. Ich buddel mich mal in die Erde. Das klaue ich. Schon mal in die Erde. Warum? Ja, so ein bisschen Kupfer oder so. Ach so. Wir brauchen ja mal Rüstung. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob meine Sachen noch da sind. Natürlich. Du sollst auch eigentlich nicht Häuser. Oh, hier ist ein Golem. Den kann ich gut umbringen. Dann bekomme ich. Der ist böse auf mich. Der ist sehr sauer auf mich. Dann muss ich ganz schnell gucken, dass ich hier zu Captain James Lancaster wieder komme. Damit ich meine Sachen, die der Creeper mir gerade weggesprengt hat. Wieder krieg. Bam! Und da ist der Eisengolem tot und hat natürlich 5 Eisen fallen gelassen. Dann sind Schwein. So, da hinten ist ein Schwein. Gucken, ob ich den Weg jetzt finde. Hier rum, hier rum, hier rum. Ist ja eigentlich nur noch ein. Da ist ein Kuchen drin in dem Haus. Na, ich muss das Haus erstmal wieder finden, von Captain James Lancaster. Hier, Chef John Kelly. Schöne Häuser hier. Ich hab die Tür nicht schnell genug zugekriegt. Eieiei, das ist aber auch so eine große Stadt. Chef Mathieu Robbins. John Barney. Warum guckst du auch in jedes Haus? Ja, weil das spannend ist. Ja, aber da gibt's doch nichts, denn hier, ich hab es. Du hattest? Ah, cool. Und all dein Fleisch habe behalten. Nee, das, da war Fleisch in der Kiste. Ich hatte einen Schwein gerade schon geschlachtet. Ich kann da nichts aufbauen. Wo bist du denn jetzt? Ich kann nicht alles aufsammeln. Ich kann das Essen nicht aufsammeln, weil es hier ist. Lecker Steak, das Essen behalte ich. Keine Ahnung, wo du bist. Wird schnell, wir rennen kurz in das Haus hier. Hier ist nämlich auch ein Bett. Hier sind wir sicher. Mach hier zu. Hier, ich gebe dir einmal dein ganzes Zeug. Also, das ist. So, ich mache uns erstmal ein bisschen Licht. Ey, ich hab schon Licht gemacht. Hier, Blaustone. So, sind die Monster immer noch da? Ja. Ja, wir sind immer noch Monster in der Nähe. Ich glaube, ich gehe doch lieber wieder rein. Oh. Ist ein bisschen weggesprengt worden, Entschuldigung. Vielleicht bist du wieder tot. Ja, ich weiß. Aber dann sammelt er so wieder. Ich streife nachts nicht rum. Ja, das Problem ist ja, ich suche ja. Hier oben habe ich ein schönes Doppelbett. Ha! Keine Monster in der Nähe. Zack! Da schlafe ich jetzt, habe ich meinen Spawnpunkt. Toll! Am Ende der Welt! Nein. Aber besser als vorher im Wasser. TNT. Guck mal kurz. Ja. Hier? Was will der denn in meinem Haus? Vielleicht wohnt er da. Das ist ja cool mit dem Boomerang. Boah, ey, jetzt hat der hier Besuch vor meine Tür gemacht. Schon was los hier. Guck mal da. Ja, hier geht's richtig ab. Ich mach mal hier ein Loch auf, eine Schießscharte. Wir sollten morgen mal gucken, dass wir direkt hier mal auf dem Schiff das Tonnensegel. Bam! Boah, der hat ein Eisen fallen gelassen, der Sack. Komm ich jetzt hier gar nicht raus.
viele Monster. Ich habe noch ein Alm und damit kann ich machen und schauen. Okay, Moment, ist die Luft fein. Renn weg. Ich hab noch leider noch keine Axt. Ah, so, bin ich hier. Schön eingerichtet. Hier unten ist ein Keller. Ah, ein Keller mit einem Skelett und Zombies. Nein, hau ab, ihr Säcke. Ein Keller? Ich baller dir jetzt schön das Skelett schön mit meinem Bumerang ab. Ich wurde gerade hier von dem Eingeborenen angegriffen. Das waren Zombies. Aber vielleicht waren Zombies eingeboren. Ich bin auch ein Keller. Nee! Mein Keller ist nicht spaßig. Ich weiß nämlich auch, wo die Monster herkamen. Wo denn? Die waren unten im Keller. Kann man halt Spaß mit dem Monster haben. Jetzt ist gerade wieder Tag. Ich kann mir mal ein paar Fackeln spitzen. Und auch ist da jetzt irgendwo eins. 100.317. Da ist einer. Guck mal, wie schnell ich den fertig mache. Nee, ich kann gerade nicht, weil ich muss. Ganz großer Wettbewerb. Habe ich ganz was fertig gemacht. Du läufst ja den Marktplatz. Ich sehe dich da hinten, hallo! Ich winke mit einer Karotte. Darf ich nicht? Oh, ist das Haus? Welches ist denn das Haus hier? Hier, gib dir erstmal deinen Bumerang. Nimm mal deinen Bumerang. Deinen Brummerang. Da, einen coolen Brummerang zum Schmeißen. Das ist ja noch 11 Leben. Das entspricht, warte, 11 Leben entspricht 5,5 Herzen. Oh, guck mal, Hähnchen. Guck, Chicken, 3 Stück, die nehme ich, die klaue ich mir jetzt als böser Pirat. Na, kein Wunder, dass die da stehen. Hier, ich habe eure Sachen geklaut. Haha. Dann macht ihr die Tür zu, der Sack. Ach, du warst das. Nein, war ich nicht. Das war der Sack. Und ich hab ihn dann... Na hier, kriegst du einen Cookchicken. Komm her. Nee, ich brauch 2. Ja, hier, komm her. Hier, gib alle. Nee, 2. Ach, die sind sauer. Achtung, fertig, Feuer! Ich hab getroffen. Achtung, fertig, Feuer! So, gibt's ja auch irgendwo noch Essen? Ich spiele ein bisschen mit dem Bumerang. Nein, er ist hängen geblieben. Oh, da ist noch nichts. Auch nichts mehr. Oh, wird schon wieder Nacht? Kann das sein? Ja. Ich höre Monster. Und zielen Feuer. Hey. Ich hab den Villager wohl die abballern. Ja, spring aufs Dach. Ja, von oben hat man einen schönen Überblick. Ich will da oben in das Haupthaus mal rein. Das Haupthaus? Ja, da sieht aus, als wenn man da echt erfolgreich Beute machen könnte. Wo ist das Haupthaus? Na, da oben. Das da? Ja? Genau. Na komm, da. Ja, du gehst nicht in die Richtung. Doch, geh ich doch. Da oben, ich hab das Kreuz drauf. Warte, jetzt will ich nicht. Unterwegs bin ich mal in die Truhen, ob da noch was ist. Ja, jetzt wird das so regnen, selbst in dieser Welt. Unglaublich. Da, ich bin auf dem Weg nach oben. Ich tippe hin. Das ist ja keine Spitzhacke. Komm her. Nee. Wir brechen hier wie echt Piraten ein. Ich hab nämlich einen. Aha. Einbruch. Ein Slime. Nimm dein cooles. Ey, du hast meinen Bumerang eingesammelt. Gib mal bitte mein Bumerang. Ja, warte. Die kleinen Viecher können dir nichts anhaben. Die wollen nur spielen. Ja, hier. Nein, das ist nicht meiner. Der ist ja egal, nimm den. Nein, der ist noch nicht benutzt. Nee, doch, das ist meiner. Nee, ist deiner. Ich hab meinen noch nicht benutzt. Schnell rein ins Haus.
Wow, Hilfe, 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 da ist einer. Ja, raus aus. Warte, ich nehme meinen Bumerang in die Hand. Oder nee, Crossbow und Feuer. Nein, ich habe den Slime davor abgeschossen. Warte, ich komme. Ah, nochmal ganz knapp überlegt. Da wieder rein ins Haus. Nimm mal, du musst mal was essen, gleich stirbst du. Ich hab's noch. Mama, du stirbst gleich, weil du kein nicht mal ruhig hier und warten. So, na das sieht doch hier. Hier können wir doch reiche Beute machen. Jawohl! Ein Cook Chicken habe ich aus der Truhe geklaut. Eins nur? Geh mal nach oben. Da sind Goldblöcke. Ja. Die gönne ich mir erstmal. Wir sind reich. Wir können uns Rüstung bauen. Ja, so ein Herrenhaus. Hier ist noch irgendwo ein Monster. Das höre ich doch. Armonerie. Oh. Mal gucken, was es hier gibt. Warte, ich komme gerade auch hoch. Ich habe eine Spitzhacke dabei. Ich baue kurz ab. Warte mal. Okay, hier rein. Boah, Diamanten! Jo. Und Eisen! Ich wusste doch, dass es lohnt, solche Häuser. Boah, Schwerter! Stone Sword. Ja, warte. Ich habe einen Katana, einen Steinkatana. Da ist noch eine Kiste! Die gönne ich mir. Eisenhelm. Was ist das denn? Was ist denn lieber? Schwert, Bogen und Pfeile. Brauche ich aber nicht. Ich habe meine coole Gun und ein Helm. Oh, Helm und Schuhe. War aus Leder, aber da hat ja nicht Leder. Ich mache jetzt erstmal einen Diamond Katana. Ja, da ist hier nirgendwo jetzt so eine Spitzhacke, wa? Ich habe einen Diamanten Katana. Ja, das habe ich schon mehr gemacht hier. Und dann gehe ich gleich mal ins Nachbarhaus. Nein, hier ist noch ein Zimmer, ist da. Auf der einen Seite. Da müssen wir noch einbrechen. Das ist noch uneingebrochen in dem Zimmer. Ey, das ist mein. Ja, den Hebel kannst du haben. Warte. Hier gibt es bestimmt irgendwo auf irgendeinem Block müssen wir den Hebel oder sowas platzieren. Meinst du, das ist so ein geheim? Ja. Versteck? Hier unten ist ein Knast. Hier ist noch was. Boah. Ein Apfel. Da ist ein Apfel drin. Hier geht's in den Keller. Geh du schon mal vor in den Keller. Ich baue noch kurz in der anderen Seite die Tür ein. Da sind die Knaste. Hier ist wieder so ein Hebel. Ja, ich will dich einen Knast. Da sind die Zellen. Schnell. Ja, da werden halt die guten Leute eingesperrt. Vorratskammer, aber die ist leer. Hier ist eine Kiste mit einem Cooked Chicken. Jawohl. Was habe ich denn? Mann, wie schnell du immer bist. Hier ist nichts. Außer eine Kiste, die aber leer ist. Na, es sind viele leere Kisten. Ne? Wir waren schon offen. Hier geht's noch runter. Ich habe ein Brot. Hier geht's noch runter. Warte, ich muss kurz hier einmal öffnen. Ich will in den Kisten. Warte noch nicht. Bist du des Wahnsinns? Hier kommen wir dann da raus, guck mal. In die Kanalisation geht's da. Oh oh. Pass auf. Ich muss hier kurz was abbauen, weil vielleicht ist in den Kisten noch was. Lass mal in die Kanalisation. Ich baue uns jetzt gleich Rüstung. Ich muss uns erstmal hier jetzt die Leiter wieder. So ein Mist. So, jetzt hier ist Leiter ein kleines bisschen Kanalisation, aber. Ja, hier werden wir bestimmt rausgekommen. So, ich gehe wieder nach oben. Ich auch. Ich mache uns jetzt Rüstung und dann erkunden wir ein bisschen. Nee, ich gehe erstmal ins Nachbarhaus. Ja, aber da sind bestimmt Monster. Ich mache uns kurz mal Rüstung.
gerade eben. Ich mache dir auch noch eine Eisenspitzhacke. Papa, eine Eisenspitzhacke und dann mache ich dir aus dem Gold noch einen Aufruf. Dankeschön. Und mal in den Bäder gehen sortieren. Spitzheck. Und auf 3. Ich warte, ich pack mal eben den Müll. Hier sind ja überall zum Glück Kisten. Da kann man eben den Müll reinpacken, den ich schon eingesammelt habe. Wie der Obstsettling, Sack und Stonesquad brauche ich auch nicht. Fensgate brauche ich nicht. Treppe brauche ich nicht. Leimwelle brauche ich nicht. Den Bumerang nach unten auf die 3. So, jetzt habe ich mal meinen Müll, bin ich schon mal losgeworden. Ich habe Rüstung. Ja, dann gib mal her. Ja. Ich bin ja entrüstet. Ich ziehe mir kurz einmal an. Besseres als Gold habe ich leider noch nicht. Ja, und ein Brot gebe ich dir auch noch. Ja, dann zieh ich auch mal an. Ich bin heute sehr gütig. Du bist sehr großzügig für einen gefürchteten Freibeuterin. So. Das ist ja ganz viel. Ganz einmal gucken. Zeug drin. Warum machst du deine Crossbow-Munition da rein? Crossbow-Munition habe ich da reingemacht? Ja klar. Crossbow-Bullet. Oh ja. Das war ein Unfall. So, jetzt erstmal wieder gucken, wo du bist nach oben war. Hier. Ach genau, dann muss man hier ins Slalom laufen. Da, da, da. Dann hier durch die Tür. Ah, du kannst dir das aber gucken. Warte, hier in den Zellen, da sind Kisten. Eine Goldspitzhacke ist da drin, jawohl. Und ein Bett, das nehme ich mir mit. Keine Ahnung warum. So, nächste Zelle. Die hier ist war aber keine Kiste. Hier, das Bett gebe ich dir wieder, brauche ich nicht. Und die Goldspitzhacke kannst du auch haben, schenke ich dir. So, ich gehe jetzt mal nach ins Nachbarhaus. Nachbarhaus, ja. Und wir können ja auch schön mit C ranziehen. Komm einmal, wir verabschieden uns für die erste Folge. Oh, ich bin aber schon im Nachbarhaus. Ja, warte. Ja, wir verabschieden uns für die... Das ist nicht das Nachbarhaus, das ist das gleiche Haus. Nein. Doch? Ja? Ja. Oh. Komm. Ja. Wir gehen hier noch einmal ein. Nee, ich hab den Eingang schon, komm. Hier. Ich hab direkt daneben angefangen. Komm. Ja. Damit verabschieden wir uns. Ja, warte. Lass mich erst richtig hinstellen. So. Damit verabschieden wir uns für die erste Folge. Die zweite nehmen wir jetzt direkt auf. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, so, es hat mal. Euch. Ohne rumgekratzt. Ja, damit verabschieden wir uns für die erste Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet auch bei der zweiten Folge wieder ein. Die weil wir jetzt direkt im Nachhinein aufnehmen. Piratenabenteuer in der Karibik. Und wenn ihr genauso gespannt seid wie wir, was sich im Nachbarhaus befindet, dann schaltet auf jeden Fall ein. Genau. Tschüss. Tschüss.